Ja, ich möchte jetzt nur, also Und ich später. spreche Deutsch. Ja, Ja. ja. Obwohl mein Deutsch nicht sehr gut ist, Ach aber doch. ja, Ja, danke. ja. Ja, Professor Jas, ich möchte mich zuerst dafür bedanken, dass Sie uns ein solches Interview geben wollen. Gerne. Ja, vor allem sind Sie, also ich weiß, dieses Mal in China sehr, sehr beschäftigt. Ja, es gibt viele, viele Veranstaltungen, ja, einmal in Peking und einmal in Nanjing und dann wieder in Peking. Ja, und dabei möchte ich also mit diesem Interview in Bezug auf Ihren Gedanken fragen, weil ich glaube oder ich vermute, dass einige Leute oder chinesische Soziologe sie nicht sehr viel kennen. Ja, ich denke. Also ich habe sogar einen Witz gehört, dass einige chinesische Soziologe sie mit dem Nachfolger von Martin Heidegger, Hans Jonas, verfechten. Naja. Ja. Aber das wäre Verfechtung ist natürlich ein Wahnsinn. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, Ihre Gedanken vorzustellen, ja, dem chinesischen soziologischen Kreis vorzustellen. Ja, und deshalb möchte ich zuerst also fragen, also ich weiß, seit ungefähr 1980er Jahren, also seit Ihrer Promotion, beschäftigten Sie sich schon mit Pragmatismus. Ja, aber Pragmatismus ist nicht ein gängiges Thema in Deutschland, ich glaube. Ja, Nicht? das ist eine typische US-amerikanische Tradition. Ja, deshalb bin ich ein bisschen neugierig. Warum interessieren Sie sich für Pragmatismus? Ja, das ist eine Frage, die ich natürlich schon häufiger gestellt bekommen Echt? habe. Ja. Ja, auch in den USA. Und ich muss darauf antworten, dass ich ja tatsächlich nicht etwa, weil ich in den USA zur Schule gegangen wäre oder dort studiert hätte, auf den Pragmatismus gekommen bin. Sie haben da schon studiert. Nein, ich sage nicht Ah, okay. deshalb, Ja. sondern dass ich den Pragmatismus für mich gerade in Deutschland eben entdeckt habe. Und meine rückblickende Selbstinterpretation ist, dass ich in Deutschland aufgewachsen, von drei deutschen Traditionen, nicht nur deutschen, aber in Deutschland starken Traditionen, gleichzeitig angezogen und abgestoßen war. Das ist die ganze deutsche Tradition der Hermeneutik Ja. und des Historismus. Das Ja. spielt für mich eine große Rolle. Dann, ich habe ja einen sehr katholischen Hintergrund, die Tradition des katholischen Christentums. Und die Traditionen, in denen es um soziale Gleichheit geht, wie sie sich bei der Sozialdemokratischen Partei und auch noch weiter links und im Marxismus finden. Und alle drei, würde ich sagen, sind auch weiterhin für mich irgendwie wichtig, aber sie haben mich insofern auch abgestoßen, als ich den Eindruck hatte, dass sie alle nicht genügend reflektiert sind in Hinsicht auf die Ideen der Demokratie. Ach so. Die deutsche historisch-hermeneutische Tradition ist sehr stark eine Hermeneutik der großen Männer, der großen Dichter, der großen Staatsmänner. Die katholische Kirche hatte lange Schwierigkeiten mit den Ideen über die Demokratie. Und der Marxismus trat einem ja auch vor allem in der Gestalt eines sozusagen des kommunistischen Staates oder auch der Staatszentriertheit der Sozialdemokratie entgegen. Und für mich war die Entdeckung am amerikanischen Pragmatismus eine zutiefst von demokratischem Geist geprägte Philosophie und Sozialwissenschaft, die aber gleichzeitig eigentlich all das auch enthält, was in den drei vorher genannten Traditionen eine Rolle spielt, ein Verständnis für das menschliche Handeln, wie in der Hermeneutik, ein eher aufgeschlossenes, ein positives Verhältnis zur Religion und eine Nähe zu sozial egalitären,
egalitaristischen Vorstellungen. Das war, als ich Student war, eine Art, also man sagt auf Deutsch, Damaskus-Erlebnis, wenn Sie den Ausdruck kennen, also eine Art Erleuchtung. Ja, ja. Also von einem Moment zum anderen, eine Begeisterung, das ist es. Und das war anfangs bei der Lektüre von George Herbert Mead, der in der Soziologie verbreitet, gelesen wurde. Ja, ja, ja. Und erst im Laufe der Jahre habe ich mir dann auch das Denken von John Dewey, von William James und von Charles Peirce näher angeeignet. Und in unterschiedlichen Lebensphasen haben diese eine unterschiedlich große Rolle gespielt. Geht es deshalb um einige politische Gründung? Das hat sicher politische Gründe, aber nicht nur. Ich meine, diese Doktorarbeit über George Herbert Mead, die Sie erwähnt haben, heißt ja im deutschen Original praktische Intersubjektivität. Im Englischen heißt es einfach George Herbert Mead, das Buch. Ja, ja. Aber im Deutschen betone ich die Idee der Intersubjektivität. Und das hing damals natürlich auch mit der großen Rolle, die Jürgen Habermas im intellektuellen Leben Deutschlands gespielt hat und spielt zusammen. Ich habe aber mit diesem Titel schon betont, einen Unterschied zwischen Mead und mir auf der einen Seite und Habermas auf der anderen Seite, weil Habermas Intersubjektivität vor allem als sprachliche denkt. Ja. Und ich fand großartig die Betonung auf der Körperlichkeit unserer Intersubjektivität und sogar auf der körperlichen Grundlage unseres Sprechens. Ja. Und deshalb habe ich diesen Ausdruck praktische Intersubjektivität gewählt, um die Verengung der Intersubjektivitätsvorstellungen auf das Sprachliche zu verhindern. Gleichzeitig ist das alles mit meinen religiösen Überzeugungen verknüpft, weil ich in der christlichen Idee der Nächstenliebe eine sehr starke Version von Intersubjektivität sehe. Also du sollst die Welt nicht nur mit deinen Augen sehen, sondern auch mit den Augen deiner Mitmenschen, von anderen. Ja. Und ich habe auch gehört, dass Jürgen Habermas hat auch, also er hat auch Pragmatismus, also die Wichtigkeit des Pragmatismus betont. Ja. Ja, hat er auch einige, hat er Sie beeinflusst? Sicher, Habermas hat mich sicher beeinflusst. Ja. Was jetzt den Pragmatismus betrifft, ist die entscheidende Figur in Deutschland allerdings nicht Habermas, sondern sein Freund und Kollege Karl Otto Apel. Ah ja, genau. Apel hat eine Ausgabe, eine deutsche Ausgabe von Schriften von Charles Peirce gemacht. Ja, ja. Und ich sage immer, dass es zwei Vorbilder gab für meine Arbeit über George Herbert Mead. Mhm. Das eine ist Karl Otto Apel über Peirce und das andere war Wilhelm Dilthey über Schleiermacher. Ja. Habermas hat einige Hinweise immer auch schon gegeben auf die Bedeutung von George Herbert Mead, aber eigentlich nicht mehr als einige kleine Hinweise. Zum ersten Mal ausführlich über Mead geäußert hat er sich in der Theorie des kommunikativen Handelns, aber die kommt nach meiner Arbeit und Habermas beruft sich ja auch in seiner Mead-Interpretation ausdrücklich und sehr positiv auf meine damals, also erst erscheinende Arbeit über Mead. Ja, also sozusagen meine Mead-Interpretation ist in dem Sinn nicht von Habermas beeinflusst, weil es von ihm gar nichts Ausführliches über Mead zu der Zeit gab. Aber die, sozusagen die Auseinandersetzung mit dem Denken von Habermas war sicher wichtig. Und also ich weiß, um 2000, ungefähr 2000, Jahr 2000, im Jahr 2000, also haben Sie zwei Bücher in Bezug auf Krieg und Gewalt publiziert und danach beschäftigen Sie sich hauptsächlich mit Religionssoziologie, ja, bis heute? Ja, nee? So würde ich das nicht sagen. Also ich würde so sagen, ich habe seit eigentlich seit den 1980er Jahren mich hauptsächlich für zwei
große empirische Gegenstandsbereiche interessiert. Mhm. Das eine ist Krieg und Gewalt. Ja. Und das andere ist Religion, mhm, und auch säkulare Werte, ah, wie, ja, etwa die Menschenrechte. Mhm. Ja. Mhm. Und es ist der Zeitpunkt der Publikation ist ja nicht der Zeitpunkt des Beginns eines Interesses, sondern dahinter, genau, hinter einer Publikation stecken ja oft viele Jahre der Beschäftigung mit einem Gegenstand. Auf das Thema Krieg und Gewalt bin ich im Wesentlichen gekommen durch die deutsche Friedensbewegung in den 1980er Jahren. Ja, da habe ich angefangen, auf Kongressen der Friedensbewegung Reden oder Vorträge zu halten über die soziologische Erklärung von Kriegsursachen oder das soziologische Wissen über die langfristigen Folgen von Kriegen. Und meine erste große Publikation dazu, ein Sammelband über Krieg und Frieden, ist aus dem Jahr 1989. Das Buch dazu ist dann aus dem Jahr 2000. Ist richtig. Und dann gibt es inzwischen ein weiteres Buch, eben 2008, das gerade in chinesischer Übersetzung erschienen ist. Und was Religion betrifft, ist es so, dass ich eigentlich sagen muss, ich habe in den 80er Jahren sehr stark versucht, zwischen meiner Neigung zum religiösen Glauben und meinem intellektuellen Selbstverständnis sozusagen, also eine Rechtfertigung des Glaubens vor meinem Verstande. Gibt es Konflikt? Es gab in meinem Leben den Konflikt. Oh. Ja. Der zentrale Autor, der mir geholfen hat, einen Weg zu finden, ist William James. Und insofern wieder ein Pragmatist. Aber nicht Mead und nicht Dewey, weil Mead und Dewey waren eher religionskritisch. Ja. Nicht religionsfeindlich, aber religionskritisch. James und Peirce waren Gläubige. Und James, finde ich, hat Entscheidendes zur Begründung der Religionspsychologie geleistet und damit überhaupt einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit religiösen Phänomenen, aber auch Entscheidendes geleistet für die intellektuelle Rechtfertigung der Legitimität religiösen Glaubens in modernen Gesellschaften. Und wie das abgelaufen ist, würde ich eigentlich so charakterisieren, dass ich mich nur für mich, sozusagen nicht in meiner Arbeit, sondern nur für mich in meinen Interessen als Mensch, ja, damit beschäftigt habe. Und dann habe ich begonnen, in den 90er Jahren, zum Beispiel in einem Heft der Zeitschrift Merkur, habe ich einen Aufsatz geschrieben, die Soziologie und das Heilige. Da habe ich natürlich auch dieses Buch über die Entstehung der Werte geschrieben. Und da geht es ja nicht nur um Religion, es geht auch um Religion, aber es geht nicht nur um Religion. Und dann ist eine überraschende Entwicklung eingetreten. Ich habe einfach festgestellt, dass die Texte, die ich über Religion geschrieben habe, ein ungeheures Interesse gefunden haben bei anderen Menschen. Wirklich erstaunlich. Und das hält bis heute an. Und es gibt natürlich in der eigenen Entwicklung so eine Logik auch, dass man Dinge, nach denen viele Menschen fragen, also dann auch macht. Und so habe ich nun mehrere Bücher auch über Religion geschrieben. Aber ich würde keine Entwicklung, nicht vom Krieg zur Religion oder so, sondern beides interessiert mich anhaltend. Und das heißt, dass das Thema Pragmatismus vielleicht ein, wie man so sagen, ist Pragmatismus hilfreich für diesen Konflikt zwischen? Also ich habe schon in dem Buch Die Entstehung der Werte, habe ich sozusagen William James als den Anti-Nietzsche eingeführt und gesagt, James ist so tief wie Nietzsche, teilt aber nicht mit Nietzsche die Feindseligkeit gegen Demokratie, gegen sozialen Egalitarismus, gegen Wissenschaft und gegen Religion. Das ist alles bei Nietzsche so. Nietzsche ist ein radikaler Kritiker des Christentums und so weiter. Und das gilt alles nicht für William James. Ich bin der Meinung, dass die deutsche Denkgeschichte durch Nietzsche eine fundamental falsche Entwicklung genommen hat und versuche durch den Pragmatismus
sozusagen diese falsche Entwicklung zu korrigieren. Also das ist das Programm. Ja. Ach so, okay. Und der Pragmatismus ist weiterhin von großer inspirierender Bedeutung für mich. Ich habe jetzt in dem noch gar nicht erschienenen neuen Buch, das ich geschrieben habe, das im Oktober erscheint. Oktober? Ja, okay, habe ich mich zum Beispiel auch über Josiah Royce ausführlicher geäußert, der in früheren Arbeiten von mir noch gar nicht vorkommt. Ja. Oder ich habe vor einem Jahr, glaube ich, in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie einen Artikel über Pragmatismus und Historismus veröffentlicht, in dem ich zeigen will, oder zu zeigen versucht habe, wie bestimmte Entwicklungen des amerikanischen Pragmatismus und Entwicklungen des deutschen Historismus eigentlich auf denselben Punkt zulaufen, also konvergieren. Also es ist sicher so, im Vordergrund meines Interesses steht jetzt seit vielen Jahren also eine historische Soziologie der Religion in ihrer Wechselwirkung mit der Geschichte des Staates, des Krieges, der Gewalt. Ja. Aber die ganze Grundlage dafür stammt aus dem Pragmatismus. Ach so, okay. Und die letzte Frage kommt aus einer Studentin bei uns. Ja, sie möchte sich mit Religionssoziologie beschäftigen. Ja. Aber sie hat eine Frage, weil Religion in China wegen einiger Gründe nicht so sehr große Rolle spielt. Und auch immer mehr Jugendliche sind nicht so gläubig, ja, heute. Ja, deshalb möchte sie fragen, was die Wichtigkeit der Religionssoziologie ist. Ja. Oder zum Beispiel für China. Ja, ja, ja. Ja. Also, ich würde die Religionssoziologie immer auf der Grundlage einer Soziologie der Entstehung menschlicher Überzeugungen anlegen. Also nicht von vornherein Religion und säkulare Wertüberzeugungen als zwei völlig verschiedene Dinge behandeln. Nicht. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir sehen, dass auch ein überzeugter Marxist oder ein überzeugter Liberaler oder ein überzeugter Nationalist oder was immer, ein überzeugter Anhänger der Menschenrechte oder irgend so etwas, dass alle diese Menschen auf der Grundlage bestimmter intensiver Erfahrungen zu ihren Überzeugungen gekommen sind. Sodass die Religion nicht von vornherein wie etwas Exotisches ausschaut, sondern als ein Phänomen, das zu dem eigentlich im Prinzip alle Menschen einen Zugang haben. Ja? Und dann natürlich ist die Bedeutung der Religion in verschiedenen Gesellschaften eine sehr unterschiedliche. In den USA eine extrem große, in Ostdeutschland eine sehr geringe und so weiter. Das muss man selber historisch-soziologisch untersuchen, warum eigentlich. Also was führte dazu, dass in manchen Gegenden Menschen zu der Auffassung kamen, dass Religionen sie behindern in ihrer Selbstentfaltung und in anderen Gegenden Menschen sich ihre Selbstentfaltung gar nicht ohne Religion vorstellen können. Was jetzt China betrifft, war ich ein bisschen überrascht, dass sie gesagt haben, immer weniger Menschen in China, weil eigentlich, was ich lese über China, eher sagt, mehr Menschen in China. Ja? Okay. Also Religion war in China in der Hochzeit des Maoismus und erst recht in der Kulturrevolution etwas auch mit Gewalt Bekämpftes. Ja? Also in der Kulturrevolution wurden viele Tempel, Kirchen und so weiter angegriffen, zerstört. Ja, ja. Und es gibt doch eher zurzeit eine Revitalisierung des Buddhismus, eine Revitalisierung oder erstmalige Vitalisierung des Christentums in Teilen Chinas und so weiter. Ja. Und insofern würde ich eher der Religionssoziologie in China eine
wichtige Zukunft ja, ja, okay. zu sprechen. Ja, ja, okay. Diese Frau ist unbedingt sehr fröhlich, ja, das zu wissen. Ja. Deshalb meinen Sie, dass die Religion bezieht sich nicht nur auf bestimmte Organisationen, sondern auf irgendeine Überzeugung. Ja, also das ist genau die methodische Revolution von William James, der gesagt hat, wir dürfen das Studium der Religion nicht mit den religiösen Institutionen beginnen und auch nicht mit den religiösen Doktrinen, sondern mit Erfahrungen des Menschen. Religiöse Erfahrungen? Oder? Ja, ich habe aber bewusst nicht religiöse Erfahrungen gesagt, weil das auch schon wieder klingt nach ganz besonderen Erfahrungen. Ja, 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 ja. Und zuerst einmal sollen wir denken mit den menschlichen Erfahrungen. Menschliche Erfahrungen, ja, allgemeine Erfahrungen. Alle Erfahrungen und dann allerdings, so verläuft ja meine Theorie in dem Buch Die Entstehung der Werte zuerst, mit besonderen menschlichen Erfahrungen, in denen Menschen das Gefühl haben, dass sie aus ihrem Alltagsleben hinausgerissen werden, dass etwas sie zutiefst ergreift, was sich von ihrem Alltagsleben und von ihren alltäglichen Erfahrungen unterscheidet. Solche Erfahrungen machen alle Menschen, die sind noch nicht selbstverständlich religiöser Art. Ich nenne deshalb bei Studenten vor allem immer als Beispiel sich verlieben. Ja, ist eine Erfahrung, die einen aus dem Alltag herausreißt. Die ist aber nicht religiös. Ja, aber es ist die, aber da beginnt meine Analyse von Religion sozusagen, mit diesen intensiven Erfahrungen des über sich selber hinausgerissen werdens. Und jetzt brauche ich viele Schritte, um von da dann auch zur Religion zu kommen. Ja. Okay, hast du. Aber das ist der methodische Ansatzpunkt für das Verständnis von Religion. Okay, deshalb ist das auch eine Verbreitung von Religionssoziologie, kann man so sagen. Ja, genau. Ja, okay. Ja, danke schön. Vielen Dank für Ihre Gespräche. Danke Ihnen für Ihr Interesse. ja, und ich hoffe auch, dass Sie in der Zukunft auch zu uns besuchen können und wir uns in der Zukunft in Wuhan wieder treffen können. Genau. Ja. Das würde ich gerne tun. Ja, danke schön. Ich bin sehr neugierig auf China. Ja, danke schön. Danke schön. Ja.